Der rastet wieder aus. Ich zeig dir mal einen Schuss. Ne? Und den holst du und ich geh mir was trinken. Oh, du Affi! Ach Scheiße, wo ist der Rucksack, ey? Kann doch nicht sein, oder? Weit, 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 wo ist mein verdammter Rucksack? Weiß ich doch nicht, ja, nee, du da. Weißt das nicht, der war auf deinem Fahrrad. Ja, aber da hast du mich schon fliegen lassen irgendwo. Hab ich nicht. Ich hab ihn in die Hand gegeben. Hast du nicht? Du hast den auf dein Fahrrad getan, hinten drauf. Ja, weiß ich doch nicht, wo der ist. Du musst mit dir rumhängen, weil du keine Freunde hast. Ich dachte, das ist alles Mama. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Weißt du das? Du stehst jetzt auf. Nicht chillen. Ich will. Du wirst jetzt meinen Rucksack suchen. Und erst wieder, wenn du den... Der Rucksack war so teuer. Leiht niemals einen Rucksack aus, ja? Kriegt ihr sowieso nichts wieder. Ist so. Also wenn das nicht romantisch ist, weiß ich auch nicht. Ich bin richtiger Player. Dann ist sie mir bestimmt nicht mehr böse, dass ich gestern ihren Geburtstag vergessen habe. Ja, Schatz? Ah, du bist schon da. Ja, warte. Ich hol dich ab, ne? Das wird das Süßeste sein, was ich für dich gemacht habe. Ja, dich mal überraschen lassen, ne? Mann, die Wiese ist nass. Ja, komm schon, das meine ist Schuhe halt, gehen kaputt. Das ist doch romantisch hier. Guck mal, das sieht schön aus mit den Gänseblümchen. Komm schon. Ne? Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab da vorhin was drauf getan. Ja, klar. Genauso wie du meinen Geburtstag gestern vergessen hast. Ich schwör's. Ich hab da Sandwiches draufgelegt. Ich hatte Sahne dabei. Das habe ich auf Erdbeeren gesprüht. Weißt du was? Du interessierst mich kein Stück. Mann, ich habe so viele Verehrer, da brauche ich dich schon mal gar nicht. Ah, das tut mir aber leid. Und weh, du rufst mich an. Oh nein. Alter, das war doch gerade noch da drauf. Boah, wer war das, ey? Hey, du! Ja? Du hast mein Essen geklaut. Was? Ich? Ich hab da ein Picknick gehabt, ich geb mir mein Essen wieder. Nein! Blöde! Komm her! Ja? Hey! Hey Lukas, hör mal! Sag mal, wo warst du den ganzen Tag, Alter? Ich hatte heute den besten Tag meines Lebens. Ich war im Wald und hab da ein Mädchen kennengelernt. Interessiert mich nicht, was mit der? Die heißt Emi und wir haben Essen geklaut, weil die da im Wald lebt und so. Essen geklaut? Willst du mich verarschen? Ja, das war total krass! Mein Picknick wurde geklaut, was ich für Susi gemacht habe. Die hat gerade mit mir Schluss gemacht. Habt ihr das geklaut? Nein, das hab ich mir nur ausgedacht. Wie nur ausgedacht? Hast du doch gerade gesagt? Nein, aber ich nenne nur meine Freundin Emi, weil mir der Name schön gefällt. Hast du das Essen geklaut oder diese Emi? Nein, nein. Wenn ich erfahre, welcher Blödian das war, ne? Dem reiße ich den Kopf ab und wenn ich erfahre, dass du das warst. Kleiner, dummer Junge, ey. Sag Mama, das dann gibt's richtig Ärger. Das interessiert mich nicht. Und dass du Bier trinkst, sag ich dir auch. Das interessiert mich nicht, was du dir sagst. Kriegst du Ärger. Wenn ich erfahre, dass du das warst, dann gibt's richtig Ärger. Dann hilft dir auch Mama nicht. Hast du verstanden? Assi.
Hab ich dich. Bleib mal hier. Sag mir, wer das Mädchen gestern war. Ich sag's dir. Aber ja. Lass mich dann. Ja, erzähl mal, wer das war. Das ist dieses Waldkind. Dieses Waldkind? Okay. Diese Diebin? Ja. Hast du Glück gehabt, okay? Lacey, ich habe was Schlimmes getan. Ich habe Kai alles über Amy verraten. Was hast du getan? Nee, jetzt nicht dein Ernst, oder? Verdammt! Ja, Lukas, schnell, du musst Amy in Sicherheit bringen. Ja, Domme hat alles verraten. Verdammt, was machen wir jetzt? Time is nothing, so it cannot stand still. It's always with you, just its flow you can't feel. Ja, herein. Hallo. Hallo. Kann ich mich setzen? Ja, klar. Folge mal mein Name. Kai Braun. Bin ich hier richtig beim Jugendamt? Ja. Wollen Sie einen Tee? Nein, danke. Ja, ich mache eben kurz was und dann komme ich. Ja, ich hätte da was Wichtiges zu melden. Okay, dann erzählen Sie mal. Ich wollte Ihnen berichten, dass da ein Mädchen im Wald lebt und Menschen bestiehlt. Nicht im Ernst? Ein Mädchen allein im Wald? Ja, doch, doch, das ist wohl so. Und die hat mich auch bestohlen und hinterher bestiehlt sie noch das ganze Dorf und das geht natürlich nicht. Die lebt da wohl schon länger. Ja, erstmal ist wichtig, dass das Mädchen ein warmes Zuhause kriegt. Und da dürfen wir natürlich keine Zeit verlieren, deswegen werden wir direkt mal los, ne? Okay, machen wir. Dann machen wir mal los.